Herzlich willkommen heute zur ersten Sendung Aufgeblättert zugeschlagen mit rechten Lesen, heute mit Büchern von den Autoren Boto Strauß, Monika Maron und Norbert Xtrein und mit Ellen Korsitzer, unserem Gast Caroline Sommerfeld. Mein Name ist Susanne Dahn. Herzlich willkommen zur ersten Sendung Aufgeblättert zugeschlagen mit rechten Lesen. Ich freue mich, dass die erste Veranstaltung hier bei uns in der Buchhandlung stattfindet mit Ellen Korsitzer. Die wird immer mit dabei sein und natürlich unserem Gast Caroline Sommerfeld. Wir haben drei Bücher ausgewählt von unterschiedlichen Autoren, Bücher, die durchaus was miteinander zu tun haben. Und Ellen und ich werden immer mit dabei sein, uns vereint in allererster Linie die Liebe zur schönen Literatur. Ellen ist gebürtige Offenbacherin. Sie verbindet, so sagt sie selbst, eine Hassliebe zu ihrer Heimatstadt und auch die Hassliebe zu ihrer neuen Heimat, nämlich seit 2001 im Osten in Sachsen-Anhalt. Sie hat Deutsch, Philosophie und Geschichte im Lehramt studiert, hat aber nie als Lehrerin gearbeitet, sondern vielmehr war sie von Anbeginn an publizistisch tätig. In unterschiedlichen Zeitungen, schon als Schülerin hat sie geschrieben und jetzt ist sie mittlerweile Redakteurin für die Sezession, ist auch dort für die Rezension zuständig, für die schöne Literatur und ich denke, wir werden viele schöne Stunden miteinander verbringen können hier bei dieser Veranstaltungsreihe. Susanne Dagen ist gebürtige Dresdnerin, hat zunächst Musik studiert, hat aber dann aus purer Liebe zur Literatur auf Buchhändlerin umgeschwenkt und eine Buchhändlerlehre absolviert. Seit 1995 leitet sie mit ihrem Geliebten das Buchhaus Loschwitz. Seit 2005 zusätzlich das Kulturhaus Loschwitz, das auch überregional Aufmerksamkeit fand durch Veranstaltungen zur Poesie, zur Literatur, auch zu politischen Diskussionen und allgemeinen Kulturveranstaltungen. Bereits 2008 wurde ihre Buchhandlung mit dem Deutschen Buchhandlungspreis nicht ganz richtig mit dem Buchhandlung des Jahres ausgezeichnet und dann in zwei Folgejahren, nämlich jüngst 2015 und 2016 eben mit dem Deutschen Buchhandlungspreis. Susanne Dagen und ihr Lebensgefährte betreiben auch eine ein Lyrikstipendium, ein jährliches. Und zuletzt bekam sie, Susanne Dagen, Aufmerksamkeit dafür, dass sie die sogenannte Charta 2017 initiiert hatte, in der es um die Teilnahmerechte Verlage auf der Frankfurter Buchmesse und die darum kreisende Diskussion ging. Susanne Dagen befürchtete in ihrem Aufruf eine Gesinnungsdiktatur. Caroline Sommerfeld ist heute unser Ehrengast. Sie ist gebürtige Nordwestdeutsche, hat drei Kinder. Susanne Dagen hat übrigens zwei. Sie lebt mittlerweile in Wien, ist promovierte Philosophin. Ihre Dissertation, darf man sagen, wurde hinterher preisgekrönt zur Ethik Kants oder zur Moralistik Kants. Sie ist 2015 sozusagen unter der Hand zu neuen Rechten übergewechselt und gilt heute als Ikone der neuen Rechten, hat 2017 als Co-Autorin das viel besprochene Buch Mit linken Leben veröffentlicht. An ihrem Gatten, einem Lieblingskind des linksliberalen Feuilletons Helmut Lehten, kann es nicht liegen. Ja, heute sind wir eine reine Weiberrunde. Das wird nicht immer so sein, macht aber gar nichts, weil wir von Quoten eigentlich nichts halten. Fürs erste Mal ist es gut. Genau. Die drei Bücher, die wir heute vorstellen, halte ich für eine wunderbare Komposition, weil sie meiner Ansicht nach, also Strauß, Maron und Xtrein, doch Gemeinsamkeiten aufwarten. Einerseits sind alle drei Autoren, wie man das sagen darf, jenseits ihrer Lebensmitte. Xtrein als Jungspund, Jahrgang 61. Monika Maron ist Jahrgang 41 und Boto Strauß 44. Sind allesamt auch erfahrene Autoren, also keine Debütanten.
Ich möchte auch sagen, auch wenn das im deutschen Raum als fast Schmähvokabel gilt, aber ich würde alle drei als kulturpessimistisch gestimmt bezeichnen. Alle drei Bücher setzen sich zudem mit der Frage des Alt-Älterwerdens auseinander und mit der Frage, oder sagen wir mal mit der Zustandsbeschreibung, wie es ist, ein kleines Sandkorn in ewigen Zeiten zu sein. Norbert Gstrein kommt mit seinen Bohrkernen daher, also mit seinem Gletscherbuch, wo das Eis von 800.000 Jahren kartografiert wird. Otto Strauß, dazu muss man gar nichts sagen, der Fortführer, das geht ja um das ewig Gültige. Und Monika Maron spannt ihren Bogen vom 30-jährigen Krieg bis zur heutigen Zeit. Insofern finde ich, es ist eine wunderbar aufeinander abgestimmte Zusammenstellung der drei Bücher, die wir heute vorzustellen haben. Und Caroline Sommerfeld wird mit Monika Marons Munin oder Chaos im Kopf beginnen. Ich habe das Buch von Monika Maron, Munin oder Chaos im Kopf, gelesen und mich für dieses Buch ganz besonders begeistert. Warum, werde ich erzählen. Und zwar ganz kurz die Handlung. Das Buch handelt davon, dass eine Frau namens Mina Wolf, man könnte sagen ein alter Ego von Monika Maron selber, im Buch ist es eine jüngere Frau, die die Aufgabe bekommen hat, von einer Kleinstadt eine Chronik dieser Stadt im 30-jährigen Krieg zu schreiben, hat sich einen ganzen Sommer dafür vorgenommen, ist Journalistin, bekommt sozusagen dafür Geld und wird aber empfindlich gestört dadurch, dass in ihrer Nachbarschaft eine Irre, eine behinderte Nachbarin lebt, die sich zur Gewohnheit gemacht hat, auf den Balkon zu treten, um Opernarien zu trällern. Das tut sie kaum, dass in der Früh die Vögel erwachen, und tut das bis zum Abend eigentlich durch. Sodass alle Nachbarn, die in dieser Straße wohnen, das ist sozusagen, es wird geschildert als eine abgeschiedene, eigentlich idyllische Kleinstadtstraße, in die sozusagen die Zeitläufte eigentlich nie wirklich hineinregiert haben. Und diese Behinderte macht jetzt sozusagen Aufsehen. Und es kommt sozusagen zu mehreren Erzählsträngen, die Mina Wolf schildert, sozusagen ihre Beschäftigung mit dem 30-jährigen Krieg, wo sie sozusagen eigentlich nicht hineinkommt. Und sie weiß nicht sozusagen, was soll dieser Text eigentlich außer eine historische Darstellung werden? Was hat das eigentlich mit uns und der Gegenwart zu tun? Diese Irre ist sozusagen, dreht immer höher, sozusagen wie ihre Opernarien am Balkon. Die Nachbarn rotten sich zusammen und verbünden sich gegen die Frau. Und es kommt sozusagen zu einer Art von, wie soll man das sagen? Es ist eine Art, nicht Bürgerwehr ist übertrieben, aber sie tun sich sozusagen wie treffen, um sozusagen, was machen wir jetzt sozusagen, um diese Frau loszuwerden. Gleichzeitig ist die Ich-Erzählerin, die Mina Wolf, die ganze Zeit damit beschäftigt, alles das, was aus Zeitungen, was in den Medien sozusagen auf sie eindringt, zu verarbeiten ist. Es wird in dem Buch nicht sehr direkt, also es wird jetzt nicht auf ein konkretes politisches Ereignis Bezug genommen, aber es wird immer wieder gesagt, sozusagen, was in den letzten Jahren, was seit 2015 mit den Einwanderern, was sozusagen mit der Stille, mit der üblichen Betriebsamkeit der Großstädte passiert ist. Es ist irgendeine elektrische Ladung sozusagen eingetreten und die bleibt sozusagen die ganze Zeit als Spannung im Hintergrund laufen. Also wie so eine Art Herzschlagskurve bleiben sozusagen diese Irritationen durch die politischen Ereignisse. Und dazu kommt noch, dass sie sozusagen dann beschließt, sich, weil es unerträglich ist mit der irren Nachbarin, sich auf die Nachtstunden zu verlegen zum Schreiben. Das heißt, sie kapselt sich eigentlich ab. Und dadurch... Und sie ändert ihren Lebenswandel und, genau, durch diesen Störfaktor, genau, diesen genau. eindringenden Störfaktor. Sie tut quasi eigentlich alles einmal umkrempeln, ist dann sozusagen auf Nachtmensch gepolt. Dadurch kriegt sie all das, was die Nachbarn über die Irre sozusagen aushecken, sozusagen, dass es immer weitergeht. Das ist am Schluss sozusagen auch tatsächlich zu physischer Gewalt, weil die sich untereinander uneins werden, jemandes Autoreifen werden aufgestochen, dass es dazu kommt, bekommt sie eigentlich in Wirklichkeit gar nicht mehr mit, versinkt dabei aber immer tiefer in diese Beschäftigung mit dem 30-jährigen Krieg und gleichzeitig lockt sie durch Zufall ursprünglich und danach systematisch sozusagen eine
eine Krähe an. Und diese Krähe kommt dann zu ihr, wird wirklich zutraulich und bekommt von ihr dann den Namen Munin verliehen. Das ist sozusagen einer von Wotans Raben, Hugin und Munin. Ihr Munin ist eine Sie. Und je tiefer sie sich sozusagen in ihre Nachtmenschen-Existenz da sozusagen hineindreht, desto intensiver werden sozusagen auch Gespräche, die sie am Anfang sozusagen, redet sie wie Menschen mit Tieren reden, sozusagen an Munin hin. Und irgendwann hört sie auch die Antworten. Und das ist insofern merkwürdig, weil sie sich quasi in dieser Erzählschiene sozusagen immer wieder dann anfängt, auch über die großen Themen, eigentlich über Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes, mit dieser Krähe zu unterhalten. Es gibt eine ganz kurze Sequenz, wo sie sozusagen eine Freundin, von der sie ja lange nichts gehört hat, sozusagen hinzubittet, quasi geradezu als Test. Ist es real? Findet das Ganze nur in meinem Kopf statt? Und der Titel Chaos im Kopf spielt tatsächlich auf alle drei verschiedenen Ebenen an. Auf der einen Seite sozusagen das Unsortierbare, das Unfassbare des 30-jährigen Krieges, das sie nicht geordnet bekommt, also wirklich wissenschaftlich nicht abarbeiten kann in Wirklichkeit. Dann, dass sie diese ganze Geschichte sozusagen mit der Irren, also die Idee, dass es eigentlich ein Chaos, ein Wahnsinn ist, der sich in dieser verrückten Frau abspielt. Und dann, dass sie selber nicht sicher ist darüber, ob diese Gespräche mit der Krähe eigentlich Halluzinationen sind oder ob das eigentlich in Wirklichkeit stattfindet. Und was mir an diesem Buch wirklich nicht nur gefallen hat, sondern was mich wirklich umgehauen hat, war, dass eigentlich diese Idee, die Reflexion oder die Unsicherheit, wie mit dieser Welt jetzt umzugehen ist, dass das eigentlich sozusagen in die Perspektive der Verrücktheit zum Schein eingepackt wird. Mich hat das daran erinnert, es gibt eine Novelle von William Faulkner, die heißt auf Deutsch Schall und Wahn, im Original Sound of Fury. Das spielt darauf an, das muss ich vielleicht kurz erklären, das spielt darauf an, dass es ein Shakespeare-Zitat gibt, da geht es darum, das Zitat ist irgendwie about life, told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Also quasi das Leben wird erzählt aus der Perspektive oder von einem Idioten, sozusagen voller Schall und Wahn, und es bedeutet nichts. Ich finde es großartig, sozusagen, wie die Maron diese Vorstellung, das ist ja literarisch sozusagen, hat es dafür ja Vorläufer. Der Oskar Mazerat vom Günter Grass ist ähnlich, sozusagen, aus der Perspektive eigentlich von jemandem, der nicht recht bei Trost ist, die Wirklichkeit oder die Wahrheit darzustellen. Und sozusagen die Perspektive von jemandem einzunehmen, die den Verstand verliert, die den Verstand verloren hat, und darin sozusagen verpacken zu können, was eigentlich mit der Wirklichkeit im Argen liegt. Das heißt, die Perspektive desjenigen, der am verrücktesten ist, der am eigentlich sozusagen am wenigsten ernst zu nehmen, darin kommt das vor, was in Wirklichkeit das Allerernsteste ist. Also sei es die Kriegsperspektive, sei es dieses, was in der Gegenwart politisch tatsächlich passiert ist. Das wird relativ unverblümt und klar im Text gesagt, aber ohne auf Schlagwörter zu verfallen. Also es fällt nie so etwas wie AfD, Pegida, Flüchtlingsströme, sondern es wird eher relativ literarisch dargestellt, aber es ist ganz klar, um welche politischen Probleme es sich handelt. Das stimmt so nicht. Also die Perspektive ist nicht die der Gehandicapten, der geistig Kranken, der Verrückten, sondern es ist schon die Perspektive von Mina Wolf, und ich stimme dir zu, es ist keine Rollenprosa. Mhm. Hier spricht natürlich Monika Maron. Und mein Einwand wäre, dass Monika Maron natürlich kein Blatt vor den Mund nimmt, weil du sagst, Pegida und diese ganzen Reizwörter meidet sie. Sie meidet sie eben nicht. Genderscheiße. Das Wort kommt so oft vor. Sprachverhunzung. Und ich glaube, Flüchtlingsströme kommt durchaus vor. Also sie scheut sich überhaupt nicht, die Dinge beim Namen zu nennen. Was ich ihr, ohne zu meinen, dass eine Dichterin politisch relevant werden müsste, muss sie nicht. Für mich ist es erfreulich, dass es in diesem Buch so ist. Ja. Aber sie scheut sich nicht,
frei weg als Mina Wolf eben, ja, als etwas jüngere als Monika Maron in Wahrheit ist, ja, frei weg von der Leber die Dinge beim Namen zu nennen. Also das rechne ich ihr hoch an und sie hatte ja auch viele Interviews geben müssen zu diesem Buch und hat da auch keinerlei Rückzieher gemacht, hat kräftig dagegen gehalten, hat als Beispiel, Monika Maron war ja schon in der DDR Dissidentin gewesen, ja, hat sie in einem Interview gesagt, schon als sie Flugasche veröffentlicht hat, weiß nicht genau, wann es herausgekommen ist, Ende der 80er Jahre, ja, war eine Szene, wo sie die Fließbandarbeit, hast du auch gelesen, ja, beschrieben hat, negativ beschrieben hat. Die Lektorin hat ihr angemerkt, falsch erlebt. Das hält man ja heute auch vor. Ja. Falsch erlebt. Mädel, du hast vielleicht einen falschen Blick, irgendwie, vielleicht pauschalisierst du, vielleicht bist du überängstigt. Das machen sie ja alles nicht. Sie stellt ja Fragen. Ja? Ganz genau. Sie sagt, ich stelle die Fragen in meinem Buch, in meiner Literatur. Ich trage auch meine Hilflosigkeit zur Schau. Mhm. Und diese Figur der Sängerin ist natürlich ein wunderbares Bild. Absolut. Auf der einen Seite ist sie die Sängerin, die Mahnende, auf der anderen Seite trägt sie natürlich wiederum den Irrsinn der ganzen Situation zutage. Und auch dieser Krieg, der gegen diese Sängerin geführt wird, ist in der Gesellschaft. Ist ein Stellvertreterkrieg. Ist ein absoluter Stellvertreterkrieg. Also sie macht das sehr, sehr geschickt. Aber diese ganze Stellvertreterei, das finde ich, ist eigentlich das Großartige in dem Buch. Das heißt, es geht ja nicht darum, dass sozusagen eine Autorin sich quasi eine Erzählstimme verschafft, mit der sie jetzt sozusagen ihre politische Botschaft eins zu eins erzählen kann. Sondern es geht darum, dass sie es eigentlich versteckt, also literarisch sind auf unterschiedlichen Ebenen, ja, sagen, in eine Form packt, die nicht direkte politische Stellungnahme ist. Deswegen wäre auch Wohlfeit. Schon der Name Mina Wolf, ja. Mina war doch früher das Dienstmädchen, die Subalterne, sprich eine von vielen, ja. Sie ist eine von vielen. Und dann Wolf, das kommt ja dann. Sie hat ja diese Anthropologie, dass sie sagt, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ja. Der Mensch ist nicht für Frieden geschaffen. Das zeigt ja die Beschäftigung mit dem 30-jährigen Krieg. Und der Mensch lernt immer das Falsche. Der Mensch lernt immer das Falsche. Also sie lässt ja die Krähe oder die Rabe, den Raben, oder nee, die Krähe eigentlich, lässt sie immer wieder so Wahrheiten einfließen. Ja bis dahin, dass die Krähe selber sagt, sie ist Gott. Ja. Und das ist und sie akzeptiert das, dass das Gott ist. Ja, sie akzeptiert es. Ist doch wunderbar, wenn sich Gott einmal den Menschen zeigt. Weil das ihre Lehrstelle war. Das war ihre Lehrstelle. Sie hatte bislang keinen Gott. Das hat gefehlt, aber die Anthropologie, die Gott dann sozusagen vertritt, ist ja sozusagen ein Sozialdarwinismus. Also wirklich zu sagen, so nach dem Motto, der Mensch ist dadurch problematisch, dass er sich eben nicht daran hält, dass in der Natur das, was sterben muss, auch wirklich sterben soll. Und wenn du das jetzt quasi auf die politische Gegenwart überträgst, dann ist das Ganze natürlich starker Tobak. Das hat mich sozusagen eigentlich begeistert. Und ohne Alias Maron hält ja auch dagegen und sagt, nein, der Mensch kann ja anders. Er hat ja Verstand, er kann sich seines Verstandes bedienen und so weiter. Also es ist ein schöner Dialog, der mit dieser weltweisen, gottartigen Krähe und ihr, der zeitgenössischen Menschenfrau, entsteht. Ja? Aber das letzte Wort behält sozusagen die Krähe. Ja. Und das ist eigentlich das, was mich auch wirklich begeistert hat. Das letzte Wort behält die Freundin, die nämlich sagt, ich habe nur dich sprechen hören. Das ist aber nicht ganz am Schluss, das ist kurz vorher. Das ist der, wo die Freundin, die sagt sozusagen, die ist sozusagen das Rationalitätsprinzip, die wird aber auch als sehr schlichte Gestalt und eine Frau, die sich quasi so empathisch um Tiere kümmert und extra nach Rumänien, glaube ich, fährt, um da irgendwie einen Hund zu adoptieren. Also die ist eher ganz sozusagen große humanitäre Geste natürlich auch. Ja, genau. Aber gegen die humanitäre Geste, die ist sozusagen das Realitätsprinzip. Also quasi die empathische ist das Realitätsprinzip und dagegen wird sozusagen das Prinzip des Verrückten gestellt. Und das ist sozusagen da, finde ich, denn das Buch großartig, weil quasi das Politische kommt sozusagen, ist es ganz direkt sichtbar, aber es ist nicht sozusagen direkt aufgetragen, dass man das Gefühl hat, so Nachtigall, ich hör dir trapsen. Also so eine Botschaft, die wir jetzt hier irgendwie abkaufen sollen, gar nicht. Dazu bleibt es auch viel zu schweben und es wechselt ständig die Erzählebenen. Das ist eine großartige Balance, die Maron hält, meines Erachtens. Sie ist ein politischer Mensch und sie ist dennoch ganz und gar Dichterin. Ja? Dass sie sich also überhaupt nicht zurückzieht jetzt in den Interviews und sagt, nein, so habe ich es doch gar nicht gemeint, das legen Sie mir jetzt in den Mund, sondern sie bleibt bei dem, was sie sagt. Auch toll war,
es ist ja so, dass der Riss durch die Gesellschaft von Anfang an geht, ja, über die Sängerin. Da gibt es die Bewohner der Altbauten, die sagen, ach Mensch, das müssen wir doch aushalten. Respekt, Respekt vor allen Menschen, die sich unter uns bewegen. Und dann die Neubaubewohner, also die Unterprivilegierten sozusagen, die sagen, ich kann nicht schlafen. Ich muss nachts schlafen, weil ich kann mich nicht anpassen an das, was jetzt in mein Leben eindringt, was auf mich einschmettert, ja. Und sie sagt, ich bin eigentlich Altbaubewohnerin, also eine von den Privilegierten, aber jetzt hier in dieser Bürgerversammlung sitze ich unter den Neubaubewohnern und das ist eigentlich auch die Position, die mir entspricht. Ist sehr schön, weil Monika Maron hier auch frühzeitig, muss man schon so sagen, nicht Pegida-Mitläuferin war, keinesfalls, aber doch Pegida-Versteherin, ja. Das fand ich sehr schön. Ganz differenziert, aber dadurch eben Alleinstellungsmerkmal. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir nochmal auf den 30-jährigen Krieg eingehen müssen. Warum sie wirklich das Thema des 30-jährigen Krieges nimmt. Natürlich haben wir das Jubiläum des 30-jährigen Krieges, aber sie sagt ja auch selber, die Situation im 30-jährigen Krieg ist eine, die durchaus Parallelen zu unserer heutigen Situation aufweist. Ja, da hat sie dann die Frontverläufe, die Frontverläufe ändern sich permanent, die Bündnispartner ändern sich permanent. Das ist etwas, wo sie sagt, das ist was sehr, sehr Wesentliches, was mit unserer heutigen Situation zu tun hat. Irrational zu dem. Und sie bringt auch immer wieder das Thema der Vorkriegssituation. Ja, das ist auch dieses Spüren, dass da sozusagen was in der Luft liegt. Alle spüren das, alle spüren das. Also dieser Irrsinn der Sängerin widerspiegelt natürlich den Irrsinn der Zeit. Und keiner weiß, jeder merkt emotional, hier ist irgendwas im Gang. Ja? Ja. Und natürlich ist sie sehr klar, du sagtest vorhin, dass sie das Wort Flüchtlinge oder Flüchtlingskrise nicht bringt. Sie sagt das schon sehr, sehr klar. Und sie sagt vor allen Dingen auch, die bringen uns den Krieg. Ja. Also das Thema des Krieges ist, glaube ich, ein sehr, sehr wesentliches und natürlich auch diese Figur, die sie als solche beschreibt, der ja immer Soldat gewesen ist. Und es ist eigentlich vollkommen egal, für wen er kämpft. Ja, genau. Das ist aber, ich glaube, dass man fast sozusagen an dieser Figur des Söldners, den sie da sozusagen in einer Darstellung über den 30-jährigen Krieg gefunden hat, dass sie daran, das könnte man fast sagen, ist sozusagen die zusammenfassende Erzählebene. Diese Figur des Söldners, der eigentlich kein Vaterland hat, der hat keinen Herrn, dem er wirklich dient und er kann sich mit nichts identifizieren. Und ich glaube, dass das so eine Metaperspektive ist, die in dem Buch auch sozusagen, um das jetzt sozusagen zum Schluss zu bringen, ich glaube, das passt auch sozusagen als zusammenfassende Beschreibung. Es ist diese, wir sind sozusagen nicht Diener einer ganz klaren Weltanschauung, sondern es wechselt sozusagen permanent sozusagen die Bezugsgröße. Und in dieser Uneinigkeit oder sozusagen Undurchsichtigkeit bleibt das Buch auch sozusagen stehen. Und das, finde ich, ist sozusagen ein Punkt, an dem, dann ist es Literatur, dann ist es nicht mehr politisches Pamphlet. Und das ist eigentlich der Punkt, ja. Aber Gott hat sich ihr gezeigt. Gott hat sich hier gezeigt. Und eins will ich jetzt sagen, Mina Wolf hat Angst. Das zieht sich durchs Buch. Aber ein Professor, ein Mitkämpfer in der Sache gegen die Verrückte, sagt, wir können eigentlich nur hoffen, dass es ganz schnell noch schlimmer wird. Ja, und das ist sozusagen die Zuspitzung. Und also von mir aus sozusagen eine große Empfehlung, Munin oder Chaos im Kopf von Monika Maron zu lesen. Und sich das, unsere Perspektiven sozusagen nochmal durch den Kopf gehen zu lassen bei der Lektüre. Ich habe mich für Bote Strauß entschieden, der Fortführer. Bote Strauß ist mir seit seinem Buch, ich weiß gar nicht, wann es erschienen ist, Herkunft 2014, glaube ich, sehr ans Herz gewachsen. Ich kannte ihn bis dato vor allen Dingen natürlich vom anschwellenden Boxgesang. Wir hatten jetzt 25 Jahre Jubiläum, 1993 das erste Mal im Spiegel veröffentlicht worden. Damals als ein Plädoyer für die rechte Lebensweise wahrgenommen worden, was natürlich nicht ganz stimmt, weil er sieht das Bewahrende, das Fortführende, also insofern passt das durchaus zu dem Buch hier, als eine rechte Art von existenzieller Haltung, nicht in allererster Linie als Rechtskonservatismus und vor allen Dingen nicht für eine politische Haltung. Trotzdem ist er natürlich seitdem
in einer bestimmten Richtung determiniert, spätestens auch, nachdem er 2015 ja diese Glosse im Spiegel geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob ihr die gelesen habt, damals der letzte Deutsche, der ja auch durch die Presse entsprechend rezipiert worden ist als ein Dokument des Wahns, ja, beziehungsweise als eine melancholische Postpotenz. Das haben wir also immer wieder, dass die alten, vornehmlich die alten weißen Männer dann als die Postpotenten und eigentlich nicht mehr ganz zurechnungsfähigen Intellektuellen dargestellt werden. Der Fortführer ist ein bisschen was anderes. Wie gesagt, die Herkunft war ein Roman, der für mich außerordentlich berührend gewesen ist. Damals hat er, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, sein Elternhaus beräumt nach dem Tod der Eltern. Und er hat über seinen Vater geschrieben. Und Herkunft ist natürlich etwas, was durchaus auch mit Fortführen zu tun hat. Was damit zu tun hat, sich zu erinnern, Erfahrungen als solche nicht nur abzulegen, sondern sie eben auch weiterzuleben. Du sagtest ja vorhin, dass ich eigentlich von der Musik herkomme. Also für mich hängt das alles unmittelbar miteinander zusammen. Und er selber sagt über dieses Buch, dass es für ihn so eine Art von Erkenntnismelodie gewesen ist. Ja, und ich finde auch diese kurzen Texte, diese Kürzestexte, und er ist sehr mutig damit, weil kurze Texte und gerade so etwas, was er hier schreibt, was vielleicht so ein bisschen was Aphoristisches ist, kann sehr, sehr schnell zum Kitsch werden. Ja, und es gibt natürlich auch ein paar Texte, die ich gar nicht zu Ende lesen wollte, weil sie mir zu bildgewaltig gewesen sind, zu normal bildgewaltig. Aber es gibt dann wiederum die kürzesten Texte, und ich möchte euch einfach mit in die Diskussion geben. Das sind nur 5 Wörter und ein Satzzeichen. Das finde ich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, mich berührt es sehr. Und ich habe dir ja auch geschrieben, im Vorfeld zu unserer ersten Sendung habe ich geschrieben, ich glaube, ich muss nie wieder im Leben ein anderes Buch lesen. Das ist natürlich vor allen Dingen kokett. Natürlich muss ich noch andere Bücher lesen. Wir wollen ja weitermachen mit der Sendung hier. Und er schreibt, ist nicht alles wie nie. Wunderschön. Mhm. Erkenntnismelodie. Also Vergangenheit als eine Quelle natürlich zu betrachten, als etwas, was er selber als Dichter sagt, nämlich ein Dichter zu sein, der die anderen Dichter fortführt, für uns als Leser, die wir es dann gleichermaßen natürlich auch fortführen, meistens im Kopf oder im Gespräch. Auch dazu gab es natürlich wieder die mediale Rezeption, und er wurde natürlich als einer derjenigen beschrieben, der in allererster Linie eine reaktionäre Agenda verfolgt. Ist für mich vollkommen unklar, wer also solche wunderschönen Sätze schreiben kann. Wieso muss der zwangsläufig reaktionär sein? Und mein allerliebstes steht schon auf Seite 21, und damit möchte ich gerne, dass ihr mit mir ins Gespräch kommt zu Botho Strauß und zu diesen wunderbaren Worten, die er gefunden hat. Was immer sie festigt, schreibt er, woran immer sie glauben mögen, glauben sie einmal 2 Stunden lang nicht daran. Ich würde nicht sagen, dass ich das ständig tue, aber ich glaube, auf 2 Stunden komme ich durchaus auch. Aber das ist zweifeln so, sie, aber verzweifeln sie nicht. Ja. Ach, Susanne, du hast das Buch wie die Lektorin in unserer Kirche aufgeschlagen, als sei es die Bibel. Großartig. Ja, ein bisschen. Ja. Es sieht auch ein bisschen aus wie eine Bibel. Ja? Stimmt, ja. Und ist nicht alles wie nie? Ist nicht das ist alles ja, wie nie. Aber das ist ja gar nicht die Betonung die Ewigkeit des Ewiggültigen, sondern gerade im Gegenteil. Das weist ja Botho Strauß, wie ich finde, auch Monika Maron und Novak Schrein, als Ausländer des Daseins aus. Also als Leute, die an einem Punkt sind, wo sie denken, ich stehe jetzt außen vor. Im Moment stehe ich außen vor. Ja, also so würde ich diesen Lieblingsaphorismus, oder wie nennt man es, Miniatur von dir lesen. Ja, Miniatur natürlich, ja. Er schimpft natürlich auch unglaublich, ne? Er beschimpft wieder die sogenannten Gegenwartsnarren, ja? Ja, aber das beschimpft er beschimpft die Direktversteher, finde ich wunderbar. Leute zweifelt, geht ein Stück zurück. Mhm. Nehmt die Distanz auf euch, entfernt euch, ja?
und versucht nicht immer gleich alles zu verstehen. Aber manchmal wird er dann sozusagen auch selber zum Direktversteher. Es gibt immer mal wieder Aphorismen, wo er sozusagen auf Alltagsphänomene, zum Beispiel, alle Leute schauen immer auf ihr Smartphone, während sie U-Bahn fahren. Ja, und ich, oder ich finde das Wort, das Sex, ich find das Wort das Sex so schrecklich. Weil ich permanent davon vor allem, wie er das dann begründet. Ja, also, das habe ich noch nicht mal direkt verstanden, ehrlich und gesagt. Und das sagt er im Buch. Ja, gerade er, der mir so zu nahe tritt mit seinen intimen Szenen. Also, das muss ich ja sagen. Entschuldigung, wenn ich jetzt, jetzt reingritt. Ja, was heißt es denn? Man geht im Leben durch 1000 Zimmer und überall die Wäsche, die verstreute Wäsche von 1000 geflüchteten Frauen. So ein schwerer Nöter, Butto Strauß. Also mir rückt das zu nah. Und auch die ganzen Sachen, die Frauensachen bei ihm sind. Von der Frau, die immer nach dem ersten Zug an der Zigarette zu Boden sinkt. Ja, dann und lebt weiß, sie was, doch aber. Ja, aber was ich heißt das denn? Überhaupt gar nicht. Nein, ich habe das überhaupt gar nicht so empfunden. Also ich finde, auch wie er die Frauen beschreibt, dass das... Also manchmal finde ich das ein bisschen, also sagen wir mal... alte Säcke, Prosa. Also das Postpotenz. Mal, ja, jetzt haben wir es wieder. Nee, pass auf, beim Sloterdijk ist mir das auch aufgefallen, bei dem Schelling-Buch, wo es die ganze Zeit... Und er hat dann auch, ja gut, aber das kannst du nicht vergleichen. Nee, das kannst du nicht vergleichen. Ich finde, dass sozusagen diese Strumpfband-Klipsen-Ästhetik so manchmal ein bisschen komisch ist. Aber das hat er nicht hier drin. Ja. Jetzt sag noch mal, was ist das? Das hat er da drin. Wo ist denn das Problem? Ja, den Strumpf, die Frau, die den Strumpf über ihr nacktes Bein zieht. Das ist doch ein wunderschönes Bild, nur sei doch nicht so... Ja, aber was ist das denn? Was will er uns damit sagen? Also ich finde, hier sind sehr, sehr sinnliche Texte drin. Sehr sinnlich. Ich finde die Regressiven am besten. Also in dem Moment, wo jemand... Zum Beispiel, das hast du gut gesagt. Zum Beispiel, das sind die... Es war ja sozusagen in der medialen Rezeption von Reaktionär die Rede. Genau. Regressiv ist zum Beispiel eines, wo er sozusagen so, sich als Kind imaginiert, sozusagen, ich bin immer schon, so wie ich mich heute, sozusagen in Schlafposition kringel. So habe ich das eigentlich als Kleiner auch getan und das ist eigentlich das, sozusagen... Ich bin der früher schon an früher dachte. Da müssen wir mir nichts mehr erklären. Das kann ich sofort nachempfinden. Das hat nichts mit Geschichtspolitik zu tun. Ja, ja. Das ist eine Grundhaltung. Ja, aber das ist eine existenzielle Haltung. Ich gehe eigentlich zurück sozusagen in meine Embryo-Position, weil mich da meine Mama auch schon in der Früh aus dem Traum geweckt hat. Und das ist eigentlich, also das finde ich einerseits unfassbar zauberhaft, das ist wirklich rührend. Auf der anderen Seite ist auch eine Attitüde. Und das hat mich, also was mir gefällt, ich habe ja gesagt, er hat Mut. Er hat Mut zu diesem Genre, was nicht immer gleich gelungen ist. Ja? Aber wozu er auch Mut hat, als Fortführender, als Dichter, vor allen Dingen als Mensch, dass er sagt, unser Bild, unser Wirken war schon immer da. Ja? Das gefällt mir sehr gut. Er schreibt zum Beispiel... Auf welchen Werken alter Kunst sind wir, Verletzte von heute, lange vor unserem Erscheinen bereits aufgetaucht? Das kenne ich. Wenn ich durch die Gemäldegalerie gehe, schaue ich mir immer die Gesichter an und denke, den kennst du, den kennst du, den kennst du, den kennst du. Das ist wunderbar, das ist ein wunderschönes Bild. Ich mag das Buch sehr. Ja, aber du hast Stichwort Attitüde gesagt. Also die hat mich, also Asche auf mein Haupt. Natürlich ist Botho Strauß auch mein Säulenheiliger. Also der Boxgesang ist natürlich ein Buch, was mich für mein Leben geprägt hat. Ja, ich verehre diesen Mann. Mhm. Aber Attitüde habe ich auch verspürt. Ich habe Wörter gesammelt. Ich habe sie nicht nachgeschlagen. Caroline wird sie uns natürlich sofort übersetzen können. Was ist Eremozoikon? Was ist Inspide? Was ist Apokatasta? Ist und was ist Arthrät? Botho Strauß spricht ja dazu, er kommt sich vor wie einer, der immer nur zu ihm zugekehrten Rücken spricht. Und ich habe das Gefühl, es möge vielleicht andersrum sein, dass er derjenige ist, der den Rücken zukehrt und vom Eremozoikon redet. Wobei ich keine Verfechterin der einfachen Sprache bin und ich denke auch nicht, dass alle Bücher, die geschrieben werden, unbedingt der Aber denk an die Melodie. Mhm. Aber wenn er sagt, sozusagen, er würde einfach von der Musik. Er kommt sich vor, wie wenn er quasi zu den Leuten redet, die mit ihm den Rücken zukehren. Manches hat ja auch sozusagen eine gewisse Vorwurfshaltung. Ich finde allerdings, dass eine Stelle sozusagen, wo auch quasi uns Vorwürfe macht, die fand ich gerade am allerschönsten und habe mich komplett damit identifiziert. Das ist der hier. Es geht interessanterweise auch noch um eine Sie, unklar welche, aber da dachte ich mir, das bin ich. 1000 Frauen. Ja, ganz viele. Na, pass auf, es geht nicht um die Wäsche, diesmal ist das was anderes.
Sie liest mit den scharrenden Pfoten eines Spürhundes, als sei irgendwo im Buch eine leckere Idee verbuddelt, an die sie ihr Leben hängen könnte. Und so habe ich gelesen. Ich habe das Buch eigentlich wirklich durchgepflügt sozusagen. Und das hat dir gefallen? Das hat mir gefallen. Siehst du, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Das hat mir nicht gefallen. Nein, ich habe mir nämlich gedacht, okay, eigentlich lese ich so. Du hast doch Bücher aber auch gesagt. Lese ich so? Ich lese auch den Davila so. Ich bin doch kein scharrendes Huhn. Hund. Ja, okay, aber in dem Fall ist es ein... Ich fand das eigentlich, auch wenn es ist ja despektierlich gemeint. Es ist eine Leserin, die sich dahin stellt und sozusagen das Buch so mal kurz durchgrabbelt, um auf eine geile Stelle zu stoßen. Aber so lese ich aphoristische Bücher. Ich kann gar nicht anders, weil man kann nicht alles gleich mit voller Aufmerksamkeit, wie wenn man eine kontinuierliche Handlung in einem Roman oder in einer Novelle verfolgt. Also wenn ein Buch der Fortführer heißt, dann lese ich das von Anfang bis zum Ende, weil ich natürlich dahinter, und das ist auch eine Programmatik natürlich, dahinter vermute, dass sich doch etwas fortführen lässt. Wir haben hier 14 Kapitel und wir haben ein programmatisches Kapitel und da erklärt er alles. So habe ich es gelesen. Nein, ich bin viel zu sehr auf der Suche gewesen, sozusagen danach. Einerseits auf der politischen Suche. So, was will er uns das eigentlich ist natürlich immer ein Problem. Geben? Ja. Sozusagen, warum regen sich die alle so auf? Aha. Und dann, sozusagen, warum sagt jemand in der Welt, er sei ein Rechter von gestern? Auf der anderen Seite habe ich sozusagen nach Lieblingsaphorismen gescharrt. Mhm. Und das macht es schon. Vielleicht kann ich euch einen Lieblingsaphorismus auf den Weg geben. Aha. Der Mangel an Instinkt für Unsankbares kann den besten Satz ruinieren. Der Mangel an Instinkt für Unsagbares kann den besten Satz ruinieren. Also machen wir Schluss. Sollten wir ruhig sein. Genau. Ich möchte Ihnen vorstellen von Norbert Gstrein, Die kommenden Jahre, ein wahnsinnig interessantes Buch von einem wahnsinnig interessanten Autor, wie ich finde. Ich bin zunächst auf Gstrein aufmerksam geworden, Ende der 90er Jahre, die englischen Jahre. Ich weiß nicht, ob es sein Debüt war. Es war eins seiner ersten Romane gewesen, ein überaus geschichtlich brisanter Roman von einer Frau, die sich auf die Fährte eines jüdischen Emigranten, der jetzt in London lebt, der den Holocaust überlebt hat, heftet und versucht, dessen Geschichte zu rekonstruieren. Und selbst als offenbar wird, dass sie einem Lügner, einem Betrüger aufgesessen ist, hält sie fest an dieser Geschichte. Da bin ich auf Gstrein aufmerksam geworden und habe ihn seither eigentlich verfolgt durch seine Romane hinweg. Nun also Die kommenden Jahre. Es geht um Folgendes. Die Handlung läuft in zwei Orten ab. Zum einen ist New York. Die Hauptperson, Richard, ein Gletscherforscher, ist eingeladen zu einer Glaziologentagung. Trifft dort auf seinen alten Freund Tim. Auf ihn werde ich noch zu sprechen kommen und auf andere Gletscherforscher, die ihn ein bisschen belächeln. Ah, aus Deutschland kommst du, das ist doch dieses Land, wo jetzt alle verrückt geworden sind. Und in der Tat hat auch Richard das Gefühl, dass irgendwas schief läuft in seinem Land. Seine Frau Natascha ist Journalistin und erfolgreiche Schriftstellerin, eine schöne, kluge Frau, wie er selbst sagt. Sie hatte nun die Idee gehabt, im Rahmen der Willkommenshysterie oder des Willkommensjubels eine syrische Familie zu beherbergen. Und zwar hat sie ihr Ferienhaus, also Ferienhaus muss in Nordwestmecklenburg liegen, in der Nähe zu Hamburg, wo die Familie wohnt. Sie quartiert eine Flüchtlingsfamilie aus Syrien dort ein. Das heißt, sie nimmt auch Miete. Sie will also auf Augenhöhe verhandeln, sich nicht herabbeugen zu dieser Familie. Was aber ein Wandeln auf einem schmalen Grat bedeutet. Richard selbst redet von seiner Frau zum Teil als blonde Bestie, wie sagt er, blonde Bestie der Moral. Ja? Also sie übertreibt es vielleicht etwas. Erstens schreibt sie mittlerweile eine regelmäßige Kolumne in der Tageszeitung über ihre Geschichte und über die tollen Erfahrungen, die sie mit der Familie Fahri, diesen Syrern, möglicherweise sind es Syrer, vielleicht sind es auch Palästinenser oder sogar Assad-Freunde, die jetzt fliehen mussten, nachdem Assad gerade nicht mehr wohlgelitten ist. Man weiß es nicht genau, es ist eine
ich will nicht sagen zwielichtig, aber doch eine ambivalente Person, dieser intelligente Herr Fahri und seine zwei hochintelligenten Söhne samt Frau. Ja, also Richard ist eine Figur, die sich mehr zurückzieht, das alles mitträgt, was Natascha macht, aber mit Stirnrunzeln mitträgt. Ja? Also er hat die Fernsehreportage, durch die diese Hilfsaktion groß rauskam, berühmte Schriftstellerin stellt ihr Ferienhaus zur Verfügung, hat er mitgetragen, hat gegrillt mit diesen neuen Syrern, aber ist recht froh, dass er eben jetzt in New York weilen kann und sich über Gletscherforschung aufhalten kann. Er wird von seiner Frau, die Ehe steht längst auf tönernen Füßen, immer wieder der Eismann genannt. Richard, du bist doch in ewigen Frost erstarrt. Dir gefällt es in der vieltausendjährigen Stille doch ganz gut. Und in der Tat, er zieht sich zurück, runzelt die Stirn, lässt diesen Spott in New York, in Amerika von den Gletscherforschern über sich ergehen, aber fragt sich natürlich selbst, was läuft eigentlich falsch? Ich hatte vorhin gesagt, Ausländer des Daseins. Ein solcher ist dieser Richard ganz sicher. Er ist befremdet. Es ist so eine dissoziative Situation. Er fühlt sich leicht außerhalb und kriegt per Skype mitgeteilt, in New York eben, was in dieser Wohnung, in diesem Ferienhaus in Mecklenburg, also JWD, wir befinden uns an einem idyllischen See, gelegen an einer Schönheitsklinik, in der neureiche Patienten mit von Schönheitsoperationen frisch zubandagierten Köpfen die Landschaft, Bevölkerung und sonst wenig ist, was sich dort befindet. Seine Frau Natascha, Gutmenschin ihres Zeichens, ist daueralarmiert. Sie fühlt sich bedroht. Das sind Jugendliche. Die sind auf dem See, segeln mit einem Boot auf das Haus zu, trinken und rufen. Was rufen sie, was wollen sie, man weiß es nicht, aber das ist doch Gefahr. Dann kommt da ein Auto angefahren, sie hat es genau beobachtet, zu den Faris, also zu dieser Flüchtlingsfamilie. Und wer ausstieg, das sah irgendwie aus wie ein Außerirdischer oder wie Mafia oder wie ein russischer Spion. Also sie hat Angst, weil sie ja weiß, es gibt Rechtsradikale, die als Bedrohungskulisse doch drohen dort gerade in MacPom. Ja, in Wahrheit stellt sich heraus, die Sache ist noch viel schlimmer. Der Außerirdische und der Mafia-Boss ist in Wahrheit ein Pfarrer. Denn die Faris, diese syrische Vorzeigefamilie, die sie so an ihr Herz geschlossen hat, die konvertieren gerade zum Christentum und zwar voller Überzeugung, was nun etwas ist, was Natascha überhaupt nicht begreifen kann. Sie hat sich ja gerade mit dem Koran beschäftigt. Sie hat sich mit dem Koran so intensiv und so offen und wie soll man sagen, sie ist sehr geneigt zu dieser Religion. Und jetzt schlägt sie die Hände über den Kopf zusammen, denn als Richard damals damit ankam, die einzige Tochter, die beiden haben, vielleicht doch taufen zu lassen, wurde sie so bitterbös und hat gesagt, hör mir auf mit diesen Leuten, hör mir auf mit dem Christentum. Also das ist für sie der wahre Teufel, das Christentum. Und das hält sie jetzt, Herr Fahri, dem sie sonst so geneigt ist, dass man Nachbarn unterstellen, sogar da was läuft zwischen Natascha und Herr Fahri. Ja, und jetzt, er konvertiert, kann nicht wahr sein. Ja? Mhm. Anhand dieser Gemengelage entwickeln sich die ganzen Geschichten. Richard, möchte eigentlich immer mehr sich zurückziehen ins ewige Eis. Ich habe es vorhin schon gesagt, Bohrkerne, die dort gebohrt werden, 800.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Der Schnee, der zur Christi Geburt und lange, lange davor niedergesunken ist, ist dort festgefroren. Dahin zieht es ihn zum Eis, zur Kälte, zur Klarheit. Und nun sieht er sich dieser Gemengelage ausgesetzt. Das ist die Ambivalenz dieser Hauptprotagonisten natürlich. Genau. Auch, ne? Also sie verkörpert die Empathie, die Wärme, die Zugewandtheit. Mhm. Und er ist natürlich nicht kalt. Ja? Es gibt ja noch andere Sequenzen, die ihn durchaus auch als warmherzigen Menschen darstellen. Aber er verkörpert eben die Kälte und die Nüchternheit, ja, und das Rationale. Und diese Krise, du sprachst ja, dass die Ehe schon auf tönernen Füßen steht, die Krise ist natürlich eine, die sich auch durch alle Themen... Durch alle Ebenen, außerdem ist es natürlich auch so, es geht ja nicht nur um die Flüchtlinge, die auf der Flucht sind. Ja? Die sind alle auf der Flucht. Ja. Fliehen alle vor irgendwas. Ja. Und wenn die Natascha, die als Schriftstellerin
naja, das wird nicht so richtig angesprochen. Vielleicht hat sie auch gar nicht so sehr viel Erfolg mit ihren Texten, ja? Vielleicht geht es auch darum... Na, bei der Präsentation am Ende ja, ist das durchaus eine peinliche Vorstellung. Ganz peinlich, ja. Denn ja. Das ist ja der nächste Schritt, dass sie dann mit Herr Fari, dass sie ihn ja eigentlich ausbeutet, indem sie sagt, daraus machen wir eine tolle Story. Erzähl du erzählst mir doch mal deine Geschichte. Genau, erzähl mir deine Geschichte. Und sie hat dramatisch war es wirklich. Und sie fordert ihn ja so heraus, dass er sich sogar in kleinen Schwindeleien verstrickt. Ja. Ich glaube aber, das ist, du hast ja vorhin von den englischen Jahren gesprochen, das Thema der Lüge, auch der Selbstlüge, auch der und der Verstrickung, auch der Biografie, das ist noch viel schöner als Lüge, die natürlich als Geschichte dargestellt wird, die als solche gar nicht funktionieren kann. Ja? Das stellt sich bei dem Fari natürlich heraus. Das ist das Thema von Norbert Streit. Mich hat es sehr an den Lottmann Alles Lüge. Alles war Lüge. Eine sehr, sehr ähnliche Inszenierung, wo ich auch den Eindruck hatte, das ist eigentlich ein Erzähler, ein Ich, der eine Frau hat, die auch von der Gutmenschensorte ist. Dort wird es natürlich noch viel, viel überdrahter dargestellt. Also die tut sich ja wirklich dann so in Richtung islamistischer Anschlag, ihretwegen auf ihre Redaktion und so weiter. Also das ist sozusagen fast karikaturhaft. Hier der Strein ist viel dezenter. Wir sind offensichtlich, man kann nachvollziehen, sozusagen, was es für Charaktere sind. Und umso interessanter fand ich, dass da Richard offensichtlich außerstande ist, sozusagen seine Haltung sozusagen als das rationale eine Haltung überhaupt eine Haltung einzunehmen. Ja? Also er ist sozusagen, also das, was, wenn man ihn schon sozusagen mit dem Kältepol belegt, dann müsste er ja sozusagen eigentlich eine so richtig schön kalte Persona sein. Da müsste er sozusagen eine Verhaltenslehre durchhalten. Das kann er nicht. Schlüsselszene. Er fragt immer wieder, die Natascha ist alle zwei Tage da und füllt den Kühlschrank der Familie auf. Er ist dann gelegentlich da und sagt, kann ich noch irgendwas für Sie tun? Äußern Sie ruhig. Und er sagt, der Fari, es war mal die Rede, ob ich die Vespa von Ihrer Frau nicht nutzen könnte. Mhm. Und er sagt, gut, klar. Und im Weggehen von Herrn Fari denkt er sich, nein, ich will es eigentlich nicht. Ich mache es rückgängig. Ja, aber er macht es nicht. Er macht es natürlich nicht. Also dieses Skrupulöse. Ja, das hat aber was mit dem Moralisieren der Frau natürlich auch zu tun. Auch das ist wieder diese Ambivalenz. Er ist eben und es hat was mit Norbert Gstrein selbst zu tun. Davon bin ich überzeugt. Ja, deswegen sage ich ja, das Thema ist eigentlich immer dasselbe. Ich glaube auch, dass dieses Buch sich wunderbar natürlich einfügt in das gesamte Oeuvre von Norbert Gstrein. Und ich bin gespannt, was er irgendwann als letzten Roman schreibt, ob er es auflöst. Aber er ist ein hervorragender Wahrheitssucher und er hat sich politisch nicht positioniert. Also noch weit entfernt von dem, was Monika Maron war. Ja, er deutet alle Problematiken, werden angedeutet. Er muss sich aber auch nicht positionieren. Er ist ein Dichter, das ist überhaupt nicht seine Aufgabe. Aber er stellt genau die richtigen Fragen. Aber wenn er dem Richard nahe ist, ich meine, ich kenne weder den Strein persönlich, noch sozusagen sein Werk, aber bei dem Protagonisten hatte ich stark den Eindruck, das handelt sich so um einen typischen Kack. Das ist eigentlich so ein Kack-Servative, einer, der quasi einerseits sozusagen kritische Position bezieht, der Skrupel hat, der Bedenken hat gegenüber dem Gutmenschengetue, gegenüber der Flüchtlingshysterie und insbesondere gegenüber der Inszenierung, also der medialen in Form von Artikeln und von Filmchen und wie auch sozusagen die Tochter in diese Familie irgendwie eingeführt werden soll, das steht ihm eigentlich bis hier. Auf der anderen Seite ist er außerstande, Stellung zu beziehen und zu sagen, so nicht, oder seiner Frau in irgendeiner Weise was entgegenzuhalten. Das Einzige, was er ihr entgegenhält, ist eine Affäre mit einer Jüdin in New York. Also das ist wirklich, das führt ihn sozusagen vor. Das zeigt das ihr mal richtig, ne? Ja. Und das stimmt, ein Gegenpol gibt es nämlich, also habe ich ja vorhin gesagt, da will ich noch drauf zukommen. Tim. Das ist ein kanadischer Freund, den er auf dieser Glaziologentagung trifft. Und der setzt sich ordentlich in die Nesseln. Zum ersten Mal damit, dass er sagt, alle reden von Klimawandel und so weiter. Tim sagt aber, den Klimawandel gibt es, die Gletscher schmelzen wirklich. Aber was können wir dagegen tun? Es geht eben nicht um CO2-Emissionen und irgendwelche Tricksereien bürokratischer Art, sondern darum, die Erdbevölkerung drastisch zu reduzieren, bei gleichzeitig drastischer Anhebung des IQs, also total politisch unkorrekt, dieser Tim, ein Hasardeur. Zweite Nesseln, in die er sich setzt, ist die Sache, ein feministischer Glaziologe tritt auf und sagt, man müsse sich den Gletschern behutsam und auf Augenhöhe und nicht mit Bohrungen, mit Penetration nähern, sondern behutsam streicheln. Und er höhnt Tim, dieser Typ, höhnt eben hat dieser Mensch eigentlich statt eines Hirns eine Gebärmutter und macht diese feministische Gletscherkunde vollkommen lächerlich. Dadurch ist seine akademische Karriere natürlich
Vollkommen. Und da steckt ganz viel Kritik dahinter. Mhm. Ganz viel. Ja? Also da ist er, dann ist er eben auch Norbert Xtrein, der in jedem seiner Bücher dann doch wiederum sehr, sehr klar ist. Ja. Ein anderer Gegenpart oder ein anderer Gegenpart wäre ja die Zwillingsschwester, also die Schwester, die verstorbene Schwester, in die er ja eigentlich verliebt gewesen ist. Ja, wobei die ja das auch ja fast immer zu wieder. Viel ist. Ja, das ist ein bisschen viel, aber ich kann mir vorstellen, dass er. Was er damit sagen kann möchte. Kann ich mir auch vorstellen. Ja? Genau. Das ist das zweite Gesicht natürlich. Ganz genau, ja? Das ist das Stichwort. Das ganz ist schön. Genau das und damit tut er meines Erachtens nach eigentlich dieser Natascha, die uns nicht sympathisch ist, ja? Überhaupt nicht. Tut er eigentlich was Gutes. Ja? Ihr ist die Zwillingsschwester genommen worden. Es ist spekulativ, wie es gewesen wäre, wenn sie noch leben würde. Aber ja? Das ist doch alles andere als behutsam und liebevoll. Das ist doch eher so, er hätte eigentlich lieber die Zwillingsschwester gehabt. Aber die Möglichkeit, dass sich vielleicht, also man weiß ja nicht, ob die Zwillingsschwester als solche sie wirklich... Steht ja, als Potenzial sie im steht, Raum. Sie steht als Raum. Also Natascha hat noch das Potenzial, sich dahingehend zu verändern. Ja. Wir wollen also es hoffen. Ist wunderschön. Die Hoffnung, sage ich immer, stirbt zuletzt. Insofern. Ja. Oder sie ist im tiefen Eis vergraben. Man weiß es nicht. Aber selbst die schmelzen, ja. Ja, eben. Das ist ja eben... Der Fortführer von Botho Strauß, ich meine, wo anders als in den Bohrkernen der uralten Gletscher, er ist übrigens Tropengletscherforscher, ja, wo anders als in diesen Gletschern findet sich das Vorführen anders besser ins Bild gebracht. Also ich möchte nachdrücklich empfehlen, Norbert Xtrein, die kommenden Jahre. Das war unsere Premiere von Aufgeblättert zugeschlagen mit rechten Lesen. Herzlichen Dank an Caroline Sommerfeld. Susanne, war toll. Das nächste Mal in 2 Monaten, hoffentlich auch mit Ihnen und mit unserem dann Gast Matthias Matusek. Über die Bücher werden wir uns noch bei Zeiten Gedanken machen.